Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich sitze heute hier im nächsten Mercedes, nämlich im EQB 300 diesmal. Es gibt ja vom EQB noch die 250er Version und neuerdings auch die 250er Plus mit einem größeren Akku und mehr Reichweite, dafür nur Frontantrieb. Dann gibt es noch den 300er, das ist der hier mit Allradantrieb. Und dann gibt es noch den 350er mit noch ein bisschen mehr Power, aber auch Allradantrieb. Denen ist allen gemeinsam, dass sie eine 66,5 Kilowattstunden große Batterie haben. Also 69,7 sind es, glaube ich, brutto. Und diesen 300er hier in der AMG-Ausstattung, den fahre ich heute natürlich wieder mal Probe auf meiner Reichweitenstrecke von Bremen nach Bremerhaven. Die 130 Kilometer, und ich will mal schauen, was der hier in Wirklichkeit jetzt für eine Reichweite hat und wie er sich so fährt. Ist ja ein Riesenauto, ziemlich kastig, also der kastige Bruder des EQA im Prinzip. Ist natürlich Geschmackssache vom Design her. Darum geht es heute aber nicht primär, sondern mehr so um die Reichweite und wie das Auto mir eigentlich gefällt und welche Vor- und Nachteile ich sehe. Das wird garantiert ein sehr spannender Test, also dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, jetzt sitzen wir also im EQB und machen wir mal einen Schnelldurchlauf. Er hat einen Start-Stopp-Knopf hier, deswegen hat er vorhin so ein bisschen Pling gemacht, weil der Wagen ist an und dann macht er auf sich aufmerksam. Wenn man sich hier niederlässt in den bequemen Sportsitzen hier, ich habe ja die AMG-Line mit den roten Ziernähten, das ist immer dieses sportliche Element hier, dann fühlt man sich total zu Hause. Es ist sehr bequem, es ist sehr geräumig. Das Raumgefühl hier in diesem Auto, das ist schon enorm. Ist klar, das ist ja ein Statement, was Mercedes hier setzt mit dieser kastigen Form. Da hat man natürlich innen drin auch irgendwie einen riesen kathedralenartigen Raum. Auch das Panoramaglas-Schiebedach hier vorne, das tut das Übrige dazu bei. Man fühlt sich hier irgendwie sehr, sehr luftig. Ja, Materialauswahl. Ja, ist eigentlich sehr hochwertig. Es ist aber natürlich sehr viel Kunststoff. Wir haben hier leider sehr viel Klavierlack, was natürlich anfällig für Fingerabdrücke und Fettflecken ist. Aber es wirkt alles sehr, sehr hochwertig. Chromoptik bzw. gebürstete Aluoptik in den Türen. Wir haben hier Alcantara, wir haben hier ja so Kunstleder auch mit roten Ziernähten. Hier wieder dieses aufgeschäumte mit roten Ziernähten. Hier ist so Alu-Optik, die auch im Ambient Light hinterleuchtet ist. Das sieht dann abends auch oder nachts sehr stylisch aus. Diese Luftauslassdüsen kennen wir schon aus anderen Mercedes-Modellen. Die gefallen mir außerordentlich gut. Die sehen richtig klasse aus. Wir haben hier so ein paar Kurzwahltasten für Klimatisierung und so weiter. Dann haben wir hier das MBUX natürlich, was man auch hier bedienen kann in der Mittelkonsole mit diesem Touchpad. Wobei ich damit persönlich jetzt nicht klarkomme. Das habe ich bis jetzt noch in keinem Mercedes so richtig gut gefunden. Ich mache das lieber direkt am Bildschirm, bin ich irgendwie von meinem Tesla auch so gewohnt. Dann gibt es hier noch so ein paar Kurzwahltasten. Auch sehr gut, dass man sie hat. Ansonsten, wenn man das hier aufmacht, induktives Laden, USB-C, Cupholder. Hier hat man noch so eine Armauflage, Griff zum Festhalten in der Kurve, keine Ahnung. Mittelkonsole, da auch noch zwei USB-Anschlüsse, USB-C, Ablagefach hier. Man kann die Oberschenkelauflage vorziehen, sehr bequem auf längeren Fahrten. Ja, was gibt es noch zu erwähnen? Lenkrad gefällt mir auch sehr gut, vernünftige Tasten, keine Folien, wunderbar, so muss das sein. Ja, und hier kann ich es euch endlich mal zeigen, die Ladeplanung von Mercedes. Wir haben nämlich hier Mercedes Me scheinbar irgendwie aktiviert und hier funktioniert es. Ich navigiere jetzt mal nach Berlin. Hey Mercedes, fahr mich nach Berlin. Die Route zum Ziel Berlin wird berechnet. Ja, die Route hat er. Jetzt müsste er mir eigentlich sagen, dass ich laden muss. Dazu gibt es ja dieses Electric Intelligence. Dazu drücke ich mal hier auf diese Schaltfläche mit dem Ziel. Dann steht hier Electric Intelligence Route wird berechnet. Das dauert ein paar Sekunden. Es sind also laut Anzeige 389 Kilometer bis Berlin. Das werde ich mit dem Akku jetzt hier nicht schaffen. Eine Ewigkeit später. Ja, nach ein paar Sekunden Wartezeit, gefühlt ein bisschen zu lang, aber immerhin hat er mir zwei Ladestationen ausgeworfen. Einmal nach 86 Kilometer, weil ich nur noch 50% im Akku habe. Und dann nochmal danach nach 238 Kilometer. Und dann bin ich in Berlin, jeweils mit 10 oder 13% Rest. Genauso will ich das haben. Perfekt.
Dann wollen wir mal gucken, ob es mir auch sagt, was das für Ladestationen sind, die er da anfahren will. Da klicke ich mal auf eine drauf. Dann steht hier zum Beispiel, ich komme mit 13% an. Empfehlung laden bis 74%. Wunderbar. Dann scrolle ich runter. Es ist eine 300 kW Ladestation, 8 von 8 verfügbar. Ja, perfekt. Ja, dann kommen wir jetzt zum Hundetest und da muss sich der EQB ja nun wirklich nicht verstecken mit diesem riesen Ladevolumen und der riesen Klappe hier hinten. Der hat ja 495 Liter. Wenn man die Rückbänke umklappt, sind es sogar 1710 Liter. Ja, und das sieht so aus wie eine Spielwiese für den Hund. Sollte gar kein Problem sein. Das testen wir jetzt aus. So, Ladekante ist auch einigermaßen niedrig. Hund passt super rein. Der Platz sieht riesig aus. Jetzt machen wir die Klappe mal zu. Kopf weg. Wobei, Kopf weg muss gar nicht, weil die Klappe so gerade runter geht. Ja, das sieht man schon von hier aus. Riesenplatzverhältnisse für so einen großen Hund. Hundetest mit Bravour bestanden, würde ich sagen. Ja, und auch von innen sieht man es. Kopffreiheit ist riesig, Platzverhältnisse sind sehr, sehr großzügig. Schöne Aussicht da hinten, ne, Meiler? So, jetzt darfst du wieder raus. Super gemacht. Ja, wir sitzen heute also im EQB 300 und wir haben zurzeit noch 95% im Akku. Und bevor das Wetter jetzt hier ganz schlecht wird, fahren wir mal schnell los Richtung Bremerhaven. Das wird heute, glaube ich, wieder eine ziemlich stürmische und nasse Fahrt. Dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Boah, der Wendekreis hier von diesem doch richtig großen SUV ist ja sensationell. Aus der Einfahrt hier bei mir komme ich ja ohne Probleme raus. Das muss ihm erstmal einer nachmachen. Ja, man merkt gleich beim EQB, dass das Fahrwerk doch auf Komfort ausgelegt ist, also weniger auf Sportlichkeit. Die Gullideckel hier, die merkt man zwar, aber sie sind sehr, sehr dezent. Und obwohl der Wagen so groß ist, ist aber gerade diese Abstimmung genau der Kompromiss zwischen sportlich und Komfort. Also es wankt kaum. Sehr, sehr angenehmes Fahren hier mit dem EQB. Was mir auch gut gefällt, die Lenkung, die ist relativ direkt und durch diese Agilität von dem Auto ist das wieder fast so wieder so ein bisschen Go-Kart-Feeling hier. Und Rekuperation mit zwei Schaltpedals kann man die einstellen, auf die stärkste Rekuperation gestellt, dann ist One-Pedal-Driving möglich, weil wenn ich jetzt mal Gas wegnehme, dann verzögert er sehr stark, allerdings nicht ganz bis zum Stillstand, ungefähr bei so 7 km/h rollt er weiter. Ist aber nicht so schlimm. Und beim Anfahren und gerade Rekuperieren, dann hört man so ein bisschen die E-Maschinen. Zumindest glaube ich, dass das die E-Maschinen sind. Weil künstliches Fahrgeräusch, so höre ich hier ehrlich gesagt nicht. Zumindest glaube ich nicht, dass es das künstliche Fahrgeräusch ist. Hört sich mehr so an wie ein E-Motor. Ja, auch die Straßenbahnschwellen hier schluckt er total souverän. Und beim Anfahren hier ist es schon sehr, sehr zügig. Also diese 8 Sekunden, die er braucht von 0 auf 100, die fühlen sich viel schneller an tatsächlich. Und der 300er hier, der hat ja 168 kW, 228 PS. Wenn ich hier mal reindrücke, da kommt ganz ordentlich was. Also für so ein großes Auto ist das extrem sportlich tatsächlich. Das macht wirklich Spaß. Und die Gasannahme, ich sag jetzt mal Gas dazu, wie nennt sich das? Generator Adopted System. Gas, ne? Wisst ihr Bescheid? Die ist auch extrem spontan. Und das gefällt mir total gut. Ja, und jetzt fahren wir gleich auf die Autobahn. Da hinten ist eine schwarze Wand vor mir. Mal sehen, ob ich da durchfahre oder ob ich sie umkurven kann. Mal wieder Regen. Das hatten wir ja schon lange nicht mehr. In diesem
ein Probefahrzeug, da ist wenigstens auch der richtige aktive Lenkassistent da drin. Das heißt quasi Autopilot und man kann das Auto lenken lassen und muss nicht alles selber machen. Das funktioniert auch gut. Wir haben jetzt aber ziemlich einen Gegenwind, so schräg von vorne. Und das merkt man jetzt bei der Fahrzeuggröße und der Form schon so ein bisschen. Da wird man öfter so ein bisschen an die Linie gedrückt und er muss dann wieder gegenlenken. Das heißt, er eiert dann am Ende doch ein wenig in der Spur. Und jetzt fängt es natürlich auch an zu regnen. Ja, wunderbar. So haben wir das uns vorgestellt. Ja, ansonsten würde man erwarten, jetzt bei so einer Form doch ein paar Windgeräusche. Und die hört man aber auch. Aber ich glaube, das ist eher deswegen, weil wir doch heute so sehr stürmisches Wetter haben. Man hört hier vorne vom Spiegel was und von der Frontscheibe. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber es ist total dezent und sehr, sehr leise, gut gedämmt. Ansonsten Rollgeräusche von den 18 Zöllern. Und wir sind wieder auf Winterreifen unterwegs. Die hört man auch ein bisschen, aber überhaupt nicht aufdringlich. Ansonsten der Wagen hier sehr, sehr leise natürlich. So, ab jetzt ist wieder freigegeben. 130 ist angesagt. Und im Moment nach 20 Kilometern, da liegen wir doch tatsächlich bei 27,2 Kilowattstunden. Ist aber auch irgendwie auch klar, bei dem Wind von vorne, da ist das nicht zu vermeiden. Und der CW-Wert hier vom EQB, der liegt bei 0,28. Bei der Stirnfläche ist es klar, ist kein Spitzenwert. Da kann er dem Wind natürlich jede Menge Angriffsfläche geben. Ja, ansonsten ist das Fahrzeug schon auf niedrigen Verbrauch optimiert, auch mit den beiden Motoren. Der eine ist ja hinten, das ist ja ein permanenter Synchronmotor, permanent erregter Synchronmotor. Vorne haben wir einen Asynchronmotor, der ist aber nicht permanent mitlaufend, sondern der wird auch abgeschaltet, also läuft quasi im Leerlauf mit und verbraucht dann auch keine Energie. Nur bei Bedarf, also beim Beschleunigen oder irgendwelchen Fahrsituationen, wird er intelligent zugeschaltet. Das heißt, der Allradantrieb ist auch nicht permanent und das ist natürlich energieschonend. Aber dennoch, 26,8 im Moment ist natürlich nicht gerade wenig. Bin mal gespannt. Es war ja am Anfang beim EQE auch ein bisschen höher, wie es sich im Laufe der Fahrt entwickelt. Wir haben ja noch ein bisschen was. Sind ja erst 25 Kilometer unterwegs. Was den EQB auch so ein bisschen einzigartig macht, also fast, es gibt ja noch ein paar andere Autos, die das haben, aber er hat im Prinzip die Möglichkeit, 7 Sitze zu verbauen. Die kann man optional mit dazu bestellen. Kosten 1400 Euro Aufpreis, dann können hinten noch in der dritten Sitzreihe zwei bis zu 1,65 große Jugendliche sitzen, sag ich mal, oder sehr kleine Erwachsene. Die haben da Platz, kostet wie gesagt Aufpreis. Interessanterweise ist, wenn der Wagen in China gebaut wird, wird er nämlich auch, also nicht nur, aber für den chinesischen Markt, da sind die 7 Sitze Serie. Ja, das ist ein bisschen komisch, in Europa nicht. Was aber Serie ist hier im EQB, ist zum Beispiel die Wärmepumpe. Auch so ein Ding, wo im Winter der Energieverbrauch dadurch natürlich minimiert wird. Wobei Mercedes MMBUX ja hier auch sehr schön ist. Hier sieht man immer, oh, jetzt habe ich wieder Mercedes gesagt und er fragt mich, was das für mich tun kann. Nichts, Mercedes, nichts. Ja, ich will das doch gar nicht. Geh weg. So. Was auch im MBUX vom Mercedes sehr schön ist, ist hier diese Energieanzeige. Jetzt zum Beispiel, wo wir 27 Kilowattstunden verbrauchen gerade, also aktueller Verbrauch. 89% davon sind fürs Fahren, 4% fürs Heizen, 7% für sonstige Verbraucher. Ja, das ist das MBUX und alles andere, was hier so an By-Wire funktioniert. Heizung ist auf 20 Grad eingestellt, Klimaanlage aus, also 4% fürs Heizen und Kühlen. Naja, das ist halt meine muckelige 20 Grad. Die ich hier haben möchte. Was haben wir denn draußen? Wo ist denn die Temperaturanzeige hier? 14 Grad haben wir draußen. Nicht gerade warm. Ja, und vom Fahren her ist es sehr angenehm auf der Autobahn. Auch das Geräuschniveau jetzt hier bei 130 ist sehr, sehr angenehm. Man hört hier wirklich fast nichts, außer ein paar Windgeräusche, weil wir draußen es sehr windig haben. Aber ansonsten sehr, sehr angenehmes Reisen. Und vor allem die Sitzposition, die finde ich hier doch extrem hoch. Kommt mir irgendwie auch höher vor als bei uns beim Model Y. Dadurch hat man eine sehr, sehr gute Übersicht. Auch dadurch, dass die Heckscheibe so steil ist. Auch nach hinten die Rückscheibe ist ja auch total steil. Also ja, die Übersicht hier ist wirklich sehr, sehr gut. Wir haben ja auch ein schönes Head-Up-Display verbaut, gestochen scharf, mit genau den richtigen Angaben, was ich wissen will. Geschwindigkeitsbegrenzung, Verkehrsschildererkennung. Ja, jetzt nach 40 Kilometer Strecke ist es ein bisschen runtergegangen. Wir sind bei 25,5 Kilowattstunden. Es sinkt wohl auch noch ein bisschen weiter.
Ja, habe ich auch so erwartet. Wenn der Akku jetzt wärmer wird, dann sollte der Verbrauch auch wieder runtergehen, weil die Akkuerwärmung dann einfach nicht so viel Energie schluckt. Heizen und Kühlen jetzt nur noch 3%, Fahren 91% und sonstige Verbraucher 6%. Ja, also die sonstigen Verbraucher sinken und das fürs Fahren übernimmt sozusagen dann endgültig die Oberhand und dadurch sinkt der Gesamtverbrauch. So, 60 Kilometer, 25,0, also es sinkt tatsächlich immer noch ein bisschen. Wir sind gleich da, wo wir die Wende machen, Bremerhaven, und dann geht es wieder zurück. Wetter ist jetzt im Moment halt so lala. Wir haben es zum Glück nicht mehr mit Regen zu tun, sondern nur noch mit Wind. Auf der Rückfahrt sollte es auch trocken bleiben, hoffe ich. Mal gucken, wo wir am Ende landen. Heute haben wir hier mal wieder rot und müssen halten. 24,2 Kilowattstunden nach 65 Kilometer. Und wir haben noch 255 Kilometer Restreichweite. Das heißt, 315 wäre jetzt quasi die Gesamtreichweite gewesen. Gestartet sind wir mit 360. Also ganz so akkurat wie im EQE ist die Reichweitenanzeige hier im Moment zumindest nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie auch von den Fahrten lernt, die man so mit dem Auto macht. Und dass dieser Wagen wahrscheinlich probefahrtsmäßig meistens in der Stadt bewegt wurde und dann auch nicht so schnell. Daher ist das dann auch zu erklären. So, jetzt machen wir die Wende und dann geht es wieder zurück die nächsten 65 Kilometer. Und hier hat es doch noch wieder ein bisschen geregnet. Aber ich hoffe, auf der Strecke zurück ist es dann trocken. Ja, und die Spritzigkeit hier von diesem 2,2 Tonnen Auto ist schon geil. Das macht echt Spaß. Muss man aufpassen, dass man hier nicht zu übertreibt. Ich darf hier nur 60. So, wir sind wieder auf der Rücktour. Jetzt bei 70 Kilometer, 24,6 Kilowattstunden und mal sehen, ob es noch weiter sinkt. Jetzt haben wir wieder so ein bisschen Wind von schräg hinten. Mal gucken. Ich finde also gerade auch das Sitzen hier in dem Auto, die Sitze sind so ein bisschen sportlich. Das ist ja diese AMG-Line, die ich hier fahre. Auch diese roten Ziernähte, das ist immer rot, ist immer sportlich. Da muss man aufpassen. Ne, die sind echt schön. Also Seitenhalt ist wunderbar, sind auch von der Sitzhärte genau mein Ding. Also so will ich das eigentlich haben. Ich finde die tatsächlich besser für mich jetzt als Schmalhans als im EQE. Da fand ich sie doch ein bisschen weich und zu breit und da bin ich hin und her gerutscht. Das ist so mehr mein Ding hier, muss ich sagen. Ja, jetzt haben wir noch 65% im Akku, das heißt 30% sind runter. 95% hatten wir ja am Anfang. Wir sind 80 Kilometer gefahren. 30% 80 Kilometer, ja. Der Anfang war ja ein bisschen höherer Verbrauch. Also wenn man das mal 3 rechnet, also 90%, dann sind das 240 Kilometer, 250 Kilometer für 90%. Ja, interessant, die 300 Kilometer auf der Autobahn werden wir dann mit diesem Auto so und diesem Wetter von heute so nicht schaffen. Aber wenn es ein bisschen windstiller ist, würde ich mal sagen, weil der Wind ist schon brachial, Leute, dann wären die 300 Kilometer vermutlich schaffbar. Vielleicht, wenn man ein bisschen langsamer als 130 fährt, dann auch auf jeden Fall. Aber ich finde das einen ganz guten Wert, so wie es sich abzeichnet. Mal sehen, ob es noch weiter runter geht. Im Moment liegen wir bei 24,7. Ja, diese Energieflussanzeige, die ist auch sehr schön bei Mercedes jetzt hier. Da sieht man auch ganz genau, welcher Motor bei welchen Situationen anspringt. Also wenn zum Beispiel nur der Hinterradantrieb läuft oder wenn der Frontantrieb zugeschaltet wird, wenn man ein bisschen mehr beschleunigt, so wie jetzt zum Beispiel. Das ist richtig cool, dass man das sieht. Auch noch schön gestaltet, finde ich. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, Mensch, so ein Elektroauto wäre auch was für mich, aber ich will es nicht gleich kaufen, dann wäre doch vielleicht ein E-Auto-Abo was für euch. Und da kann ich euch InstaDrive empfehlen. Da findet ihr einen Empfehlungslink bei mir unten in der Videobeschreibung. Bei InstaDrive ist alles im Abo-Preis enthalten. Also Anschaffungskosten, Wartung, Verschleiß, Versicherung, Winterreifen, alles im Komplettpreis enthalten. Und ihr müsst ja im Prinzip nur noch Strom laden
Und das müsst ihr sogar auch nicht bezahlen, zumindest nicht für 5000 Kilometer. Denn wenn ihr das über meinen Empfehlungslink macht, dort ein Auto abonniert, bekommt ihr 5000 Freikilometer geschenkt und müsst dort nicht mal für den Strom was bezahlen. Ja, wir sind 120 Kilometer unterwegs und haben 24,6. Es ist dann doch relativ stabil geblieben. Da hinten ist dann wieder meine Ausfahrt. Da fahren wir von der Autobahn runter, dann geht es noch ein bisschen durch die Stadt und am Ende ziehen wir den Schlussstrich. Wenn wir zu Hause angekommen sind, da wird es erfahrungsgemäß noch ein bisschen runtergehen bis dahin. Ich bin gespannt auf das Endergebnis. Wir haben noch 47% im Akku und eine angezeigte Restreichweite von 160 Kilometer. Das heißt, wir haben 200 Kilometer verloren auf der 131 Kilometer Strecke, also 69 Kilometer Differenz von Anzeige zur Realität. Das ist ehrlich gesagt relativ normal, wenn man mit so einem Auto fährt, was vorher eben oft in der Stadt bewegt wurde und dann plötzlich Autobahn fährt. Da kann die Berechnung natürlich im Voraus das nicht wissen und also zumindest nicht, wenn man das Navi nicht eingestellt hat. Und dann entsprechend gibt es da diese Abweichung. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. 23,8 Kilowattstunden, das ist natürlich kein Spitzenverbrauch, aber man muss bedenken, was ist das hier für ein Auto, was hat das hier für eine Stirnfläche. Bei 0,28 CW-Wert und so weiter, da ist das ein völlig akzeptabler Wert, wenn man auch bedenkt, dass wir heute extrem viel Wind hatten und wir hatten teilweise auch Regen und es war nur 14 Grad. So, jetzt wollen wir natürlich noch mal wissen, wie schnell lädt der EQB auf. Also laut Datenblatt soll er 100 kW schaffen. Das ist jetzt für diesen 66,5 Kilowattstunden großen Akku auch kein Spitzenwert, aber zumindest das sollte er einhalten. Und das probieren wir jetzt natürlich aus. Dazu fahren wir am Schnelllader. Muss noch ein bisschen runterkommen, also mindestens auf 20%. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen Gas geben. Ach, und übrigens MeinGo, die ja mein Ladesponsor sind für meine Autotests, die Oktoberaktion, wo AC-Laden 39 Cent die Kilowattstunde kostet, die ist verlängert worden. Der ganze November ist auch noch an AC für 39 Cent die Kilowattstunde zu haben. Ja, ihr habt es gesehen, Mercedes hat Wort gehalten. Sie haben 100 kW Ladeleistung versprochen. Die hatten wir auch. Wir hatten sogar ein bisschen drüber. Und vor allem das Gute ist, die Ladeleistung hat sich doch relativ lange so auf diesem Niveau gehalten. Und es könnte allerdings ein bisschen mehr sein, denkt man immer eigentlich, weil C2 ist ja so eine Größe für so einen Akku, wo man sagt, ja, doppelte Kapazität könnte die Ladeleistung sein, ohne dass der Akku zu sehr gestresst wird. Bedeutet ja, bei diesen rund 70 Kilowattstunden, die wir hier brutto haben, könnte die Ladeleistung sogar auf 140 kW gehen. Haben sie jetzt nicht gemacht, sie haben sich für 100 kW entschieden, ist ein bisschen schade, wenn auch natürlich die Zeit von 15 bis 85%, die wir hatten, mit so 32 Minuten, ist extrem gut, muss ich sagen. Da ist dann wieder die Höhe der Ladeleistung gar nicht so entscheidend, sondern das Plateau, wie lange es eben diese Höhe hält. Und da sieht man es mal wieder. Ja, ansonsten Kritikpunkte hier in diesem Auto sind relativ wenige. Da ist eigentlich außer der Ladeleistung nur wieder mal der fehlende Frunk. Das ist immer so eine vertane Chance. Das haben sie halt hier nicht gemacht. Vielleicht gibt es bei der nächsten Plattform. Ladeleistung kann man ja auch mit Software updaten. Vielleicht kommt da ja auch noch was.
Ansonsten autotechnisch, der EQB ist ein super grundsolides Auto. Das Einzige, was man vielleicht nicht mag, ist das Design, ist eben Geschmackssache, polarisiert vielleicht auch so ein bisschen, so ein kantiges SUV auch in der Größe. Mag nicht jeder. Mein persönlicher Geschmack ist es jetzt so richtig auch nicht. Aber ich habe total viel Spaß gehabt, den Wagen zu fahren. Zum Beispiel, wenn man drinnen sitzt, dann sieht man das Design ja auch von außen nicht. Und von hier innen drinnen, finde ich, sieht es richtig gut aus. Also das Interieur, das Cockpit hier gefällt mir echt gut. Auch das MBUX, das ist eines der besten Systeme, finde ich, überhaupt. Und naja, die Luftauslassdüsen hier, das sieht alles mega schick aus. Auch das Ambient Light hier abends, wenn sich das alles so, wenn das alles so leuchtet, sogar aus den Düsen kommt dann so Licht. Das ist schon sehr, sehr sexy, finde ich. Und überhaupt die Fahreigenschaften von diesem Auto, das traut man dem gar nicht zu. Der ist so agil und spritzig, das ist der Wahnsinn. Diese 8 Sekunden, die der hier auf dem Papier hat, die fühlen sich viel schneller an. Und er fährt sich extrem Go-Kart-artig auch durch diese direkte Lenkung und extrem spontane Gasannahme. Macht mega Spaß, auch One-Pedal-Driving ist genauso, wie ich mir das vorstelle. Das ist alles klasse. Von daher, summa summarum, muss ich sagen, Kritikpunkte gibt es echt wenig. Wir haben auch sehr viel Stauraum. Wir können hier mit 5 Erwachsenen locker sitzen. Und Bonus, wir können noch eine dritte Sitzreihe aufbauen, also aufpreispflichtig. Aber dann können hier 7 Leute mitfahren mit dem Auto. Und das ist schon was, was die wenigsten Hersteller bieten. Klar, preislich liegt so ein Mercedes immer im oberen Bereich. Wir haben hier für diese Ausstattung so rund 65.000, 66.000 Euro. Das ist die 300er Version. Beginnen tut die bei 55.000. Wenn ihr auch ein bisschen mehr Reichweite wollt, dann könnt ihr die 250 Plus nehmen. Die hat einen 5 Kilowattstunden größeren Akku, also nutzbar. Und da kommt ihr locker 30 Kilometer real mehr. Überhaupt ist die Reichweite jetzt hier heute von diesem Auto so bei rund 270 Kilometer auf der Autobahn. Man darf aber nicht vergessen, wir haben Winterreifen drauf gehabt. Allein das schluckt schon mal 5-8% an Mehrverbrauch. Dann hatten wir Sturmböen und Regen. Das Wetter war also alles andere als optimal. Und dann die 270 Kilometer zu schaffen, das ist schon okay. Gerade auch für so ein großes Auto mit dem doch relativ kleinen Akku. Also das ist richtig gut. Wer mehr Reichweite will, wie gesagt, der 250 Plus. Ansonsten auch Sommerreifen natürlich, besseres Wetter und höheren Temperaturen. Da hat man im Sommer hier auch locker die 300 Kilometer. Ja, viel mehr auszusetzen habe ich eigentlich nicht. Also mir hat der Wagen wirklich sehr, sehr gut gefallen. Für mich ist er auch viel praktischer, wegen auch der großen Heckklappe kann ich den Hund reinladen. Was mich noch interessieren würde und was ich im Konfigurator nicht gesehen habe, ist die Anhängerkupplung. Da habe ich keine gesehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier gar keine gibt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst, ob Mercedes für den EQB eine Anhängerkupplung anbietet und wenn ja, wie viel sie ziehen kann. Das würde mich nur interessieren. Ich habe es leider nicht gefunden. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.